Das BlackBerry Key 2 kommt mit 2 Kameramodulen auf der Rückseite. Ob 2 Module auch doppelte Bildqualität versprechen, schauen wir uns in diesem BlackBerry Key 2 Kamera-Review genauer an. Das Key 2 bringt 2 Kamerasensoren daher, die beide eine Auflösung von 12 Megapixel haben und wofür die weitwinkligere der beiden eine Blende von 1,8 mit sich bringt und die Telekamera eine Blende von 2,6. Anders als noch beim Key 1 bewirbt BlackBerry Mobile die Kamera aber nicht explizit. Demnach befindet sich auch hier kein Sony oder Samsung Sensor drin oder Samsung Sensoren oder Sony Sensoren drin, sondern No-Name Sensoren, bei dem man nur davon ausgehen kann, dass es sich vielleicht um die OmniVision Chips handelt, die ja auch schon oder der ja auch schon im BlackBerry Motion verbaut worden ist. Genaues kann man allerdings nur sagen, wenn man das Gerät tatsächlich öffnet und nachschaut. Heißt das nun unterirdische Kameraqualität? Nun nicht ganz, aber genaueres schauen wir uns gleich nochmal an, wenn ich ein paar Fotos analysiere. Zunächst werfen wir noch einen Blick auf die Frontkamera. Um es gleich vorwegzunehmen, das ist etwas für Videotelefonie und Konferenzen, nicht aber so sehr für selbstverliebte Selfie-Shooter. Die 8-Megapixel-Kamera mit einer Blende 2 schießt in etwa genau dieselben guten bzw. schlechten Fotos wie das Key 1, sprich unscharfe Fotos sind leider an der Tagesordnung, wenn man dort reinzoomt. Und einen Portrait-Modus gibt es leider hier auch nicht. So, schauen wir uns nun wirkliche Bilder an, die ich geschossen habe mit der Kamera oder den Kameras des BlackBerry Key 2. Und wir sehen hier schon eine kleine Auswahl von Bildern. Und fangen wir zunächst einmal an mit den Bildern, wo ich sage, ja, da ist das Key 2 relativ gut. Das sind Nahaufnahmen, zum Beispiel mit der Hauptkamera. Hier habe ich zum Beispiel mein BlackBerry Classic fotografiert mit der schönen Tastatur, wie wir hier sehen können. Und wir sehen, ja, ein bisschen was soft an der einen oder anderen Stelle, aber es ist im Großen und Ganzen scharf. Wir sehen auch diesen kleinen Nuppel hier auf der D-Taste und wir sehen die Erhebung der Tasten und die Anordnung. Sprich, im Grunde genommen ziemlich gut. Das Bokeh, was wir hier sehen, was sich einstellt, ist auch ziemlich gut und spricht auch für die große Blende relativ große Blende von 1,8, die man auf der Hauptkamera findet. Das ist die Nahaufnahme. Kommen wir mal zu Weitaufnahmen. Im Grunde genommen, wo wir also was weiter weg sind, im Hellen mal draußen eine Aufnahme hier. Und was wir hier schon erkennen, auf den ersten Blick, das sieht noch einem guten Bild aus, aber so auch Dynamikumfang sieht relativ in Ordnung aus. War ein sehr heller Tag, sehr sonniger Tag. Wir sehen die Wolken hier so ein bisschen und wir sehen das Blau des Himmels. Und wir können aber trotzdem auch hier diesen Raum wunderbar erkennen, beziehungsweise dieses Gebäude hier wunderbar erkennen. Und wenn wir aber hineinzoomen bei 100%, sehen wir schon, das sind hier erstmal so ein Regenbogeneffekt. Kann sein, dass jetzt gerade tatsächlich die Sonne so gestrahlt hat, dass dann dieser Effekt dann so erschienen ist. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Ein weiterer Punkt, den wir hier relativ schnell sehen, ist, es rauscht ziemlich ordentlich, sagen wir mal so. Und das sorgt halt eben dafür, dass soweit wir uns von der Mitte entfernen, dann alles so ein bisschen wie gemalt aussieht, gerade die Bäume hier und die Blätter. Hier geht es noch so ein bisschen. Hier sehen wir einen starken Filter, der draufgesetzt worden ist, der Sachen scharf zeichnen soll. Das sieht man hier gerade an den Bäumen, an den Blättern. Und hier wird es dann halt schon Software, deutlich Software. Das ist halt der Linse geschuldet. Das haben alle diese Kameras auch. Und deshalb wirkt der Kollege hier auch so ein bisschen unscharf. Das ist halt einfach so. Hier ist also die optimale Schärfe. Wir sehen aber auch in Sachen Details, dass die Kamera gar nicht allzu sehr rausholen kann in Details. Also das Gesicht ist kaum hier erkennbar von den Personen bzw. die Köpfe. Und wenn wir uns mal hier die Häuserfassade anschauen und so versuchen, die einzelnen Steine herauszusehen, oder auch hier die Ziegel auf den Dächern. Das ist schon gerade noch so möglich, aber es verschwimmt auch teilweise hier dieser Farbbrei hier. Also ist das jetzt hier, ich kann mal reinzoomen.
sieht das natürlich aus? Ich glaube nicht. Das sieht irgendwie schon eine ganze Ecke schlimm aus. Aber bleiben wir bei der 100% Ansicht. Und dann sehen wir an der Seite wieder Softness. Das kennen wir ja von solchen Aufnahmen. Ansonsten, wenn ich das Bild in dieser angepassten Ansicht mir anschaue, sieht das durchaus passabel aus. Da hat man also keinerlei Probleme. Wenn es etwas dunkler wird, haben wir die gleichen Probleme wie vorher auch. Da ändert sich also im Grunde genommen gar nichts. Und wenn man nichts in der Bildmitte hat, sondern irgendwie in der Bildseite, also vernünftig irgendwie einen Bildausschnitt auswählen möchte, dann wird es schnell schlimm. Also so sieht es noch in Ordnung aus. Gehen wir in die 100% Ansicht, sehen wir hier nichts mehr in Sachen Schärfe und nichts mehr in Sachen Details zu erkennen. Hier verschwindet auch fast alles. Die Steine sehen fast wie gemalt aus, die Blätter sowieso, als ob es also eine Zeichnung wäre aus irgendeinem Buch oder so. Also das ist schon nicht sehr schön. Und selbst bei ja, doch annehmlicher Farbe im Himmel, sagen wir mal so. Also nicht zu hell, nicht zu dunkel, sondern so die normale, das bewölkte normale Wetter, was wir so in Köln haben. Teilweise, wobei das Bild jetzt nicht in Köln geschossen worden ist, trotzdem sehen wir schon wieder an der Seite die Unschärfe und wir sehen auch wieder Rauschen und wir sehen auch wieder so gemalte Blätter im Grunde genommen. Also die Blätter hier, als ob sie gezeichnet worden wären. Mit Wasserfarbe anstatt, also keinerlei Details zu erkennen. Und also Details gehen sehr, sehr schnell verloren. Das ist wirklich, wirklich schade, muss man ganz ehrlich sagen. Also das sieht hier noch gut aus, aber sobald man 100% geht, ist alles so ein bisschen verschwommen und wirkt so ein bisschen flau. Auch die Farben flau. Hier sehen wir jetzt in dem Fall zum Beispiel, das sind die gleichen Schirmständer, wie wir sie hier auch noch gesehen haben auf diesem Bild. Und wir sehen hier ein viel helleres Rot. Klar, ein bisschen was Helleres ist der Tag auch, aber also der Unterschied ist schon hier gewaltig, wie wir sehen. Und auch das Rauschen ist schon stark. Das ist im Grunde genommen eine Stunde später oder so aufgenommen worden. Ein paar Wolken haben sich reingezogen, aber naja, muss das alles so aussehen? Ich weiß es nicht. Wir sehen hier auch die Details im Mauerwerk zum Beispiel. Hier oben der Hahn, es ist auch alles nichts mit Details zu erkennen. Und ja, das ist also die Hauptkamera der zwei Hauptkameras hinten, die Hauptlinse, die weitwinkligere Linse mit der F1 Achterblende, die eigentlich ziemlich gute Fotos schießen sollte, das aber nicht so richtig macht, wie wir sehen können. Kommen wir zu den, also zumindest bei diesen normalen Tagaufnahmen, kommen wir zu ein paar anderen Aufnahmen, kommen wir zum Beispiel auch mal zu einem Vergleich zwischen der Hauptkamera und der Detailkamera, der Zoomkamera, die einfach einen zweifachen Zoom bringt, also die Telekamera. Und jetzt suche ich gerade hier das Gegenstück zu dem Bild. Das ist das hier, Details, Haupt draußen. Das ist mal ein Foto, was mir ziemlich gut gelungen ist, wie ich finde. Draußen wieder fotografiert, allerdings unter einem Dach. Das heißt, die Sonne kommt von hinten rein und ich bin jetzt gerade hier auf das Objekt fokussiert. Und habe dann ein relativ gutes Foto geschossen und wie man hier sieht mit der Hauptkamera, es können auch gute Fotos gelingen. Also es ist nicht so, dass die Hauptkamera komplett zum Wegwerfen ist. Man kann wunderbare Fotos damit machen, wie übrigens auch mit fast jeder Digitalkamera oder Kamera in einem Smartphone kann man wunderbare Fotos schießen. Und hier sehen wir super Bokeh im Hintergrund und oder Bokeh im Hintergrund und auch super Details hier. Die feinen Details sind erkennbar. Es rauscht zwar auch hier, das sieht man jetzt hier auch schon. Und wir können uns mal anschauen, ich habe mit 1/676 das Bild hier geschossen. Können wir uns noch weitere Informationen einblenden lassen? Na gut, die Blende, damit wir das nicht vergessen. Die Fotolänge ist 3,9 mm, das ist diese Linsenlänge. Und wir haben natürlich auch noch ein Äquivalent, das wären 26 mm etwas, ein bisschen ungewohnt, würde ich mal sagen, etwas weitwinkliger als so der normale 35 mm Bereich, den man so hat im 35 mm Spektrum. Wir können hier noch die ISO-Zahl uns einblenden lassen, das ist sicherlich auch interessant. Und ja gut, das Modell ist das BlackBerry, das sollte sicherlich auch klar sein. Machen wir hier nochmal Shutter Speed auch nochmal rein, vielleicht sehen wir noch einen Unterschied. Ich denke, wenn ich das hier einschalte, wird das auch für die nächsten Bilder ersichtlich sein. Also wir sehen hier schon Rauschen auch bei ISO 100 so ein bisschen. Und ja, es ist schwer zu sagen, wenn ich mal ein bisschen reingehe, ob es tatsächlich Rauschen ist oder ob es einfach JPEG-Kompressionsartefakte sind.
Also ist vielleicht so ein bisschen was von beidem. Und das ist leider schade, weil ich habe die Standardqualität beibehalten, die vorausgeliefert war. Und die ist für die JPEG-Dateien auf fein eingestellt. Deshalb finde ich das so ein bisschen schade, dass da ja doch schon man bisschen was Kompressionsartefakte sehen kann. So, das ist die Hauptkamera draußen und die Details jetzt die Zoom-Kamera, also die einen zweifachen Zoom bringt, von der gleichen Position aus, im Grunde genommen einfach nur den Zoom-Button gedrückt und abgedrückt. Und dann sehen wir jetzt hier, wir haben eine Verschlusszeit, die etwas geringer ist mit 397, ein 397stel. Warum hier 1,8 angezeigt wird, das kann nicht stimmen, weil ich das mit der zweiten Kamera geschossen habe. Also da stimmt was nicht. Und wir sehen auch, die Bildgröße ist gerade mal 10,6 Megapixel im Vergleich zu der Bildgröße hier, die ups, auch nur 10,6 Megapixel. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam. Eigentlich sollten die doch 16 Megapixel Bilder schießen. Nun ja, wir haben wieder ein ISO-Speed-Rating von 100 und jetzt sehen wir hier, wenn wir auf 100% reingehen, das sieht schon ein bisschen was. Also in der Ansicht sieht das eigentlich recht ordentlich aus, einfach wie ein Zoom oder Crop. Wenn wir uns aber mal 100% Ansicht anschauen, das sieht, erstmal sehen wir so wieder Artefakte im Hintergrund so ein bisschen, rund um im Grunde genommen die Blume und oder die Pflanze und wir sehen einen ganz starken, ein Scharfzeichner, der im Grunde genommen hier alles scharf zeichnet und im Grunde das Bild ein bisschen unbrauchbar macht, was das angeht. Und wir sehen hier nochmal die Artefakte. Also das ist dann die Zoom-Kamera. Hier sehen wir auch nochmal ganz deutlich, dass die Qualität nicht die allerbeste ist bei dieser zweiten Kamera auch. Was jetzt hier die weiteren Metainformationen angeht, kann auch sein, dass die Metainformationen falsch geschrieben worden sind von der Kamera-App. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich dann gleich nochmal dazu komme. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kamera-App ist nicht richtig fertig geworden. Schauen wir uns nochmal die Details der Hauptkamera an im Innenbereich, auch wenn jetzt die Sonne von links reinscheint, aber drinnen aufgenommen, der R2D2 hier scharf. Der ist richtig scharf, der ist gut geworden. Hier sehen wir alles gut zu erkennen. Die Details sind wunderbar, ziehen sich auch bis relativ nach unten. Da gibt es also keinerlei Probleme. Das Bokeh sieht auch gut aus. Schauen wir uns das gleiche Bild mit dem Zoom an, also der zweiten Kamera. Erkennen wir, ja, das sieht auch noch in Ordnung aus. Hier ein bisschen was soft, allgemein so ein bisschen was softer, aber es ist durchweg noch in Ordnung. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal jetzt im wirklichen Innenraum an mit dunkleren Werten. Habe ich jetzt hier mal einen Schlüsselbund fotografiert und um die Details so ein bisschen zu sehen, hier wird es schon unscharf, wie wir sehen. Also im Grunde genommen nur die Schärfe hier in der Mitte und der Rest wird schon ein bisschen was unschärfer. Das ist jetzt schon Meckern auf hohem Niveau, weil das ist eine Geschichte, das ist natürlich Spitzenkameras in Smartphones kriegen das besser hin. Auch das Key One kriegt das deutlich besser hin. Die Zoom-Kamera, die ist zum Wegrennen im Grunde genommen. Also so sieht es in Ordnung aus, diese Zoom-Kamera. Sobald man aber auf 100% sieht, erkennt ihr das Elend. Also die Kompressionsartefakte, die Details, da ist im Grunde genommen ein Matsch, den man hier nur sieht. Und ja. Eine richtige Detailkamera ist es dann nicht. Also es wird hier alles matschig, der Schriftzug. Und hier ist vielleicht die optimale Schärfe irgendwie erreicht, aber das ist alles so soft und matschig. So sieht es in Ordnung aus, aber in der angepassten Ansicht, aber 100%, dann wird es nichts. So, haben wir noch was, was wir zeigen können? Farben kann ich euch nochmal zeigen. Ich habe ja schon von der Farbverfärbung so ein bisschen erzählt. Wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel rote Blumen fotografiert? Das jetzt hier mal fotografiert. Wir sehen dann doch deutlich in der prallen Sonne, muss man natürlich auch sagen. Erstens sehen wir, die Farben sind relativ naturgetreu. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier vielleicht ein bisschen was zu sehr ins Lila gehende, aber die Sonne hat halt drauf geschienen, weil wirklich die Farbe so rot ist. Ist aber noch akzeptabel. Der Scharfzeichner, das jetzt hier übrigens wieder mit der weitwinkligeren normalen Kamera aufgenommen, ist nicht so stark, dass ich sagen würde, er übertreibt. Wir sehen einen schönen, relativ schönen Bokeh-Effekt. Also wir sehen hier wirklich tatsächlich, weil es eine Nahaufnahme war, im Hintergrund wirklich runde Blasen, wobei das so eher nass aussieht, so ein bisschen, als ob es Tropfen wären. Aber also
keine Ahnung, was das ist, aber es ist auf jeden Fall, man sieht, dass was ich fotografieren wollte, ist auch schön scharf geworden. Ein bisschen was vielleicht zu grell, die Farben. Hier wirken sie ein bisschen was gezeichnet, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht auch der Unschärfe dann geschuldet, weil tatsächlich fokussiert habe ich wohl eher hier. Wobei hier sieht man auch die Details. So richtig scharf ist das auch nicht. Schauen wir uns das gleiche Bild. Habe ich das noch? Ne, habe ich nicht mit der Tele gemacht. Schauen wir uns nochmal ein anderes Bild an und nochmal die Details dort. Auch wieder von Blumen. Wir sehen auch wieder mit der weitwinkligeren Kamera aufgenommen. Wir sehen auch wieder diesen Bokeh-Effekt im Hintergrund, mit der so aussieht, als ob es Wassertropfen wären. Aber ich kann euch sagen, es hat nicht geregnet an dem Tag bei dieser Sonne. Und wir sehen auch wieder mal die Blumen und Pflanzen. Wir sehen jetzt hier, sind die Farben etwas balancierter, würde ich sagen. Also nicht so sehr gezeichnet sehen sie aus. Und die Details sind auch gut erkennbar, was das angeht. Wobei hier wird das schon ein bisschen was Software. Aber hier, das Detail ist, glaube ich, in Ordnung. Und wir sind jetzt in der 100%-Ansicht schon gewesen. Ach, in der 100%-Ansicht, ja, genau. So, das also dazu. Da ist also noch eine ganze Menge, was BlackBerry vielleicht optimieren könnte in Sachen Software, wo aber man vielleicht sogar auch an die Grenzen der Hardware stößt. Apropos Hardware, wir haben ja jetzt zwei Linsen drin, damit lassen sich Portrait-Effekte gestalten und ich habe jetzt mal hier ein Portrait gemacht von dem R2-D2, den ich hier habe und ein paar Sachen im Hintergrund reingesteckt, damit man so ein bisschen das erkennen kann. Wir sehen auf den ersten Blick, okay, ja, so einen kleinen Glow hat er hier so ein bisschen, unscharfe Effekt. Also man sieht schon, dass das Software ist, dass das nicht irgendwie richtig berechnet, richtig der DSLR oder DSLM mit einer großen Blende und einem großen Sensor geschuldet ist, sondern man sieht schon ein bisschen, dass das Software berechnet ist, das Bokeh, was hier erzeugt worden ist, aber der Hintergrund ist schön unscharf. Hier sieht man so ein bisschen, ja, da ist so die Kante, die man so sieht, die Abrisskante, aber das wirkt im allen, im Ganzen dann doch relativ ordentlich. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass wenn man in diesen Portrait-Modus schaltet, jetzt die Sekundärkamera, also diese gezoomte Kamera als Primärkamera quasi genutzt wird. Wir sehen hier, die Megapixel-Anzahl ist auf 3,6 Megapixel gesunken aus irgendeinem Grund. Zumindest die Anzeige. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, das kann ich schwer beurteilen. Also, ja gut, von den, ja, das ist also wirklich auf eine wirklich geringe Megapixelanzahl runtergerutscht aus irgendeinem Grund. Also von der Pixelanzahl ist das deutlich zu sehen. Und die zweite Kamera wird also für den Hintergrund, für das verschwommene Hintergrund dann Bild verwendet. Also die zweite Kamera, das heißt die Hauptkamera, die weitwinkligere, wird für das verschwommene Hintergrundbild verwendet. Und die Zoom-Kamera für eben das Hauptschussfeld hier. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil ich glaube, bei anderen Kameras, Dual-Kamera-Systemen und Smartphones sieht das genau andersherum aus. Das heißt, die eigentlich etwas schlechtere Kamera wird für den Schnappschuss erzeugt, benutzt. Das ist so ein bisschen seltsam. Aber ihr seht, das gelingt relativ gut. Habe ich hier noch einen Portrait-Shot? Ich glaube, ich habe noch einen gemacht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Portrait-Fail habe ich den genannt. Ich wollte mal so eine Blume und eine Pflanze fotografieren, wollte gucken, wie das da aussieht. Hier sehen wir auch schon ganz klar diesen Fake-Portrait-Effekt. Den sieht man hier um die Pflanze herum. Und wir sehen, ja, ist misslungen. Hier ist nichts scharf, hier ist alles so ein bisschen unscharf. Also hier ist ein bisschen was schärfer als der Rest so, der ein bisschen unscharf gemacht worden ist. Aber das ist mir nicht gelungen mit diesem Portrait-Shot. Also so etwas, so Pflanzen oder sowas fotografieren. Also der Portrait-Shot heißt Portrait-Shot, weil man eben damit Porträts machen sollte von Menschen, vielleicht einem R2-D2 noch. Aber dann war es das auch. Wie sieht es jetzt aus mit der Kamera im Dunkeln? Wie kann man da Fotos machen? Da habe ich hier auch ein paar Beispielbilder gemacht. Und habe das alles auf Standard gelassen, Automatik gelassen. Und wir sehen jetzt hier auch wieder aus irgendeinem Grund 10,6 Megapixel standardmäßig drin. Das ist jetzt wieder mit der Hauptkamera gemacht, nicht reingezoomt, weil reinzoomen möchte ich sowieso nicht mit der Zoomkamera in den Verhältnissen fotografieren. Macht keinen Spaß. Wir sehen 1/25 Sekunde, ist ja aber was dunkler. Wir sehen ISO 1600 hat er hier genommen. Wohl möglich, weil eben Blende 1.8 eingestellt ist. Da hat er gemeint, oh, wir haben genug Licht, wir nutzen einfach keinen Blitz und hat aber keinen Blitz benutzt. Aber da kommt dann halt sowas bei raus. Fokus lag hier auf diesem kleinen Auto. Ja, rauschfest, würde ich mal fast schon sagen. Und nun ja, das Typische, was man so als Katastrophe für
Smartphone-Fotografie sehen könnte. Jetzt, wenn ich auf Next klicke, müsste das nächste Bild kommen. Genau, jetzt ist, glaube ich, hier drauf fokussiert worden. Bei ähnlichen Geschichten, bei ähnlichen Verhältnissen hat er ein 1/20 jetzt genommen. Und jetzt ist, glaube ich, hier hinten drauf fokussiert worden. Das ist auch schön scharf, wie wir sehen können. Aber wir sehen auch, die Details gehen ein bisschen was verloren. Und die Farben sind also ein bisschen flau, so richtig. Dann jetzt mal Blitzshots. Also ich habe mal gesagt, okay, Blitz an, weil Automatikblitz hat er nicht gemacht. Also er hat keinen Blitz einfach nicht benutzt. Und hier sehen wir schon mal, wenn wir auch reinzoomen, deutlich, deutlich bessere Details zu sehen. Deutlich, deutlich besser. Also warum wird der Blitz da nicht direkt verwendet? Wir haben einfach 196 als Verschlusszeit dann, also eine ordentliche Verschlusszeit. ISO können wir auf 100 nehmen und dann haben wir deutlich mehr Details. Wir können regelrecht sehen, dass ich hier einen Monat lang den Staub von diesem Auto nicht geputzt habe. Also die einzelnen Staubflecken sind zu sehen. Und ja, der Rest ist schön unscharf, wie wir das sehen können. Also super gemacht. Nächstes Foto, scharf gestellt aufs Schweinchen. Hier sehen wir auch teilweise einzelne Staubkörner. 191 hat er als Verschlusszeit hier benutzt. Deutlich schärfer, deutlich besser. Auch hier das, die Streichholzpackung im Grunde genommen besser erkennbar. Hier nochmal auf die Streichholzschachtel fokussiert. Dann seht ihr auch den Unterschied. Der Blitz verhält sich anders. Hier ist ein bisschen was überbelichtet, weil ich jetzt hier drauf fokussiert habe und die Belichtung eben hier gemessen worden ist. Und wir sehen auch ein 107. Sekunde wurde dann jetzt hier verwendet. Jetzt glaube ich auf hier scharf gestellt, da hat er es nicht so richtig hinbekommen, also hat auf den Hintergrund irgendwie scharf gestellt und jetzt das Ganze noch einmal, genau, das ist mit manueller Einstellung. Man kann natürlich auch, das zeige ich nachher nochmal, manuell Sachen einstellen und manuell Fokus und so weiter einstellen, im Grunde genommen das gleiche, was beim Key One und auch schon beim BlackBerry Motion der Fall war, also da hat die Kamera-App sich im Wesentlichen nicht großartig verändert. Und wenn wir hier mal auf das Schweinchen gucken, sehen wir, okay, das ist jetzt manuell ohne Blitz, was ich gemacht habe. Etwas weniger Rauschen, auch hier kann man das Martin-Luther-Zeugs besser lesen. Etwas weniger Rauschen drauf und ja, weil einfach ISO nicht ins Unendliche hochgegangen ist. Und mit ein bisschen was bearbeiten, vielleicht ein bisschen was Farbe noch ein bisschen was heller machen, wäre das schon ein besseres Foto. Hier, das haben wir schon gehabt, das war das Anfangsfoto. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo ein Foto gemacht. Das ist es nicht. Vorschaubilder sind irgendwie kaputt aus irgendeinem Grund. Hier habe ich noch ein Foto gemacht, wo ich manuell benutzt habe, das manuelle Auslösen benutzt habe, um euch jetzt zum Beispiel hier das Key One nochmal zu zeigen, die Tastatur des Key Ones. Und ihr seht, wenn man das Ganze manuell benutzt, kriegt man auch im dunkleren Bereichen deutlich bessere Fotos hin. ISO 200 ist jetzt hier gewählt, 1/73 pro Sekunde, wunderbar schön scharf, die Tastatur des Key Ones zu sehen. Und also da gibt es nichts zu meckern. Weißabgleich manuell eingestellt. Alles das ist möglich. Und im Manuellen, wenn man genug Zeit hat, kann man wunderbare Fotos auch mit dem Key 2 schießen. Insgesamt allerdings muss man sagen, wenn wir uns die Fotos so ein bisschen anschauen und wenn wir auch mal einen Vergleich machen wollen, so ein bisschen zum Key 1. Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch Temp Key 1, Key 1, Key 1, Key 1. Ich habe hier noch Key One Bilder, die ich so ein bisschen was vergleichen kann. Diesen Shot beispielsweise, den können wir uns mal anschauen. Den müsste ich hier auch irgendwo haben. Da haben wir ihn. Das hier also das Key 2. Zunächst einmal als Referenz. Ein Shot im Wieder, also ein Schuss im Dunkeln. Und wir sehen hier matschig. Also wir sehen hier einfach Matsch. Das sieht aus wie Matsch. Das sind Kompressionsartefakte, das ist Rauschen. Das ist einfach matschig, diese Musikkassette jetzt hier. Und der, also das sieht man einfach und ja, die Unschärfe. Das ist das Key 2. Im Vergleich dazu das Key 1. Seht ihr Matsch? Ich sehe den nicht. Hier ist es scharf. Es sieht gut aus. Es ist nicht so matschig wie das Key 2. Und auch wenn man das jetzt direkt miteinander vergleicht. Vorsicht, ich schalte um. Anderer Weißabgleich. Das sehen wir auf jeden Fall etwas bläulicher, das Bild. Hier etwas gelber, etwas heller, etwas wärmer. Das Bild. Autofokusbereich, ja, etwa gleich. Aber wir sehen hier
das ist deutlich matschiger. Also wir sehen hier deutlich mehr Kompressionsartefakte, deutlich mehr Rauschen und beim Key One deutlich weniger. Es wirkt einfach besser, das Key One-Bild. So, das mal so ein direkter Vergleich zum Key One. Noch ein paar andere Key One-Bilder. Schauen wir uns mal die Blumen nochmal an. Ich glaube, die kann man auch relativ gut vergleichen. Dann kann man nämlich vergleichen, wie die Blumen hätten aussehen sollen beim Key Two. So, so sieht es beim Key Two aus. Wir sehen hier die leichte Verfärbung drin ins Pinke, glaube ich, so heißt die Farbe. Und wir sehen hier so ein bisschen, das sieht aus wie gezeichnet. Jetzt schauen wir uns das gleiche im Key One an. Und wir sehen hier ein deutlich stärkerer Schärfungsfilter, der aufgesetzt wird. Hier sieht man das ganz deutlich, dass hier also nachgeschärft wird künstlich. Aber wir sehen hier auch diesen Farbverlauf und wir sehen hier auch leicht angedeutet dieses, was so ein bisschen ja auch vom Schärfefilter natürlich gezeichnet aussieht. Aber wir sehen hier auch im Zentrum mehr Details. Bisschen was besser in Sachen Farbe, würde ich mal sagen. Hier wirkt das also ein bisschen softer. Und ein bisschen was mehr überbelichtete Farbe oder zu viel reingeworfene Farbe. Dafür ist das hier deutlich besser. Die Farbe ist natürlicher, die Farbwiedergabe hier. Auch hier, das wirkt nicht so lila ausgefranst wie hier, sondern das, es ist pink ausgefranst, so heißt die Farbe richtig, sondern es wirkt wirklich, als ob hier nur die Sonne drauf gestrahlt hätte. Und das hier ist die eigentliche Farbe dieser Blume. Und das ist das, was das Two daraus gemacht hat. Und ja, das so mal als direkter Vergleich. Gleiche Lichtverhältnisse innerhalb von einer Minute beide Fotos geschossen. Da hat sich also nichts geändert von der gleichen Position aus. Auch Bokeh sehen wir deutlich anders hier. Ein bisschen was, nicht ganz so deutlich, aber ihr seht hier doch schon ein anderes Bokeh. So, haben wir noch etwas, was wir vergleichen können? Ah, diesen Schlüsselshot natürlich. Also für alle die Leute, die sich tatsächlich interessieren, Key One versus Key Two. Ich hatte ja versprochen, das in meinem Video hier, meinem Kamera-Review-Video zu machen. Deshalb mache ich das. Ansonsten könnt ihr nach vorne skippen, wenn euch das nicht interessiert. Hier sehen wir die Details. Key Two und Key One. Erst einmal, Key One hat die besseren Farben. Das sehen wir hier auch. Aber auch die viel besseren Details, wie wir sehen können. Wir können hier einzelne Sachen wunderbar, diese Struktur dieses Schlüsselbundes tatsächlich erkennen. Und das ganz wunderbar lesen. Und die Farbe ist auch deutlich besser. Und hier ist das alles so verschwommen und matschig einfach. Und das ist schade. Das ist richtig, richtig schade. Das ist eine Kamera auf Spitzenklassenniveau. Das ist eine Kamera auf Mittelklasse-Niveau. In Mitte-Mittelklasse oder Einsteiger-Mittelklasse. Ich habe sogar in der mittleren Mittelklasse bessere Fotos gesehen, was das angeht. Muss ich ganz deutlich sagen. Noch irgendwas, was man vergleichen könnte jetzt hier. Okay, die Blume, die ich fotografiert habe, hier die Pflanze, die Schärfe her. Wir sehen auch deutlich weniger matschig. Also wir sehen das Gleiche wie bei den anderen Fotos auch schon. Wenn wir das vergleichen, wo habe ich das Bild? Ne, das war Portrait Fehl. Das ist das Problem, wenn man zu viele Fotos macht, dann findet man nicht immer das, was man sucht. So. Dann sehen wir hier, es wirkt schärfer als hier, aber das liegt daran, dass hier einfach überschärft wird, also ein Scharfzeichnungsfilter hier einfach draufgeworfen wird, der einfach viel zu viel scharf stellt. Hier wirkt es ein bisschen was Software, ganz ehrlich gesagt, softer, aber natürlich auch die Farbgebung, hier etwas durch die Überschärfung vielleicht etwas mehr Kontrast auch drin. Hier etwas weniger, etwas natürlicher. Mir gefällt tatsächlich dieses Bild besser, weil es natürlicher ist. Hier sieht man auch unscharf. Hier ist es einfach scharf. Auch ausgefranst, aber scharf. Und das ist dieser Scharfzeichnungsfilter. Kann man unten was erkennen an den Wurzeln oder so, was wir sehen. Eine andere Farbe wieder. Hier etwas jetzt etwas gelblicher. Das Ganze. Details. Ja, hier wirkt einfach viel schwarz und weniger Details, ganz einfach. So, also das so der ganz kurze Vergleich Key One, Key Two in Sachen Bildern. Also Bilder, ganz klar, ein Schritt vor und zwei zurück. Ein Schritt vor war das Key One und zwei zurück ist jetzt das Key Two. Es sind einfach auf einem Mittelklasse, Einsteiger-Mittelklasse-Niveau die Bilder.
Und das ist recht schade. Schauen wir uns die Videos an. Da wird es nicht besser, muss ich euch leider enttäuschen. Wenn wir uns die Videos anschauen, ich mache mal Vollbild, ich weiß gar nicht, ob die Aufzeichnung das ordentlich macht, nimmt, annimmt, keine Ahnung. Ich hoffe doch. Wir sehen, ich habe die Bildstabilisierung angehabt. Sehen wir nicht viel von der Bildstabilisierung. Da ist im Grunde genommen gar keine. Ich habe erstmal gedacht, ich habe die nicht an. Das ist kaputt. Fokus funktioniert gut, wie wir sehen. Hat schnell reagiert, hat auf dieses Blatt scharf gestellt, so wie es wollte. Und auch hier, Fokus funktioniert. Weißabgleich, manchmal springt er so ein bisschen. Aber es kann auch sein, dass das einfach an der Unschärfe liegt, die allgemein also zu sehen ist, die Softness. Das war jetzt 1080p, machen wir mal 4K, hoffentlich schafft das die Maschine. Das ist jetzt 4K, deutlich schärferes Bild, wieder fokussiert, relativ schnell. Also Fokus funktioniert. Relativ schnell. Also Fokus funktioniert relativ schnell, auch im Videomodus. Selfie-Video lassen wir mal. Kommen wir, weil ich gedacht habe, dieser Videostabilisierer, der muss kaputt sein. Der funktioniert einfach nicht in 30 Bildern pro Sekunde. Habe ich mal 24 Bilder pro Sekunde ausgewählt und wir sehen hier das gleiche Problem. Also ihr seht, das wackelt und also ich habe keinen Wackeldackel gegessen oder so. Das ist einfach die kaputte Bildstabilisierung. Die ist einfach, ich dachte, ist wirklich kaputt. Oder ich habe sie ausgeschaltet aus Versehen. Ich habe mehrmals gecheckt, aber mehrmals aufgenommen. Es ist immer das Gleiche. Und es wackelt und wackelt. Es ist also eine schlechte Video-Bildstabilisierung. Dann kam ich auf die Idee, ja okay, vielleicht, weil der Kamerasensor kleiner ist als beim Key One, vielleicht 720p. Habe ich 720p versucht. Wir sehen erstmal auch wieder die Schärfe kontraoptimal, aber das ist ja schon bei 1080p, war das schon alles unscharf und sehr kontrastreich, wenig Dynamikumfang und Sunflare-Effekt auch wunderbar auf der Linse zu sehen, aber auch hier wackelt das vielleicht nicht ganz so stark wie bei 1080p, aber trotzdem immer noch viel zu stark, wenn ich das mal vergleiche, vielleicht für die Leute, die keinen Vergleich haben, aber ich habe hier einen Vergleich zum Key One. Und dort gibt es ja den gleichen Menüeintrag in der Software, die nennt sich erweiterte Videobildstabilisierung. Jetzt sehen wir mal hier den Unterschied. Das ist stabilisiertes Videomaterial. Kontrastverhältnis gut, kein Sunflare-Effekt auf der Kamera. Hier so ein bisschen was. Okay, der Fokus war jetzt hinten auf das Blatt, nicht vorne auf dem Blatt, aber 30 Bilder pro Sekunde. Farben natürlich scharf genug, immer noch nicht ganz so scharf wie bei 4K-Aufnahmen. Etwas softer das Ganze, das muss man durchaus schon sagen. Trotzdem ein stabilisiertes Video, auch wenn man ganz gerade zum Anfang doch noch ein bisschen sieht, okay, da ist eine Bildstabilisierung, die digital läuft. Hier sieht man so ein bisschen, da wackelt es am Horizont so ein bisschen hier oben. Also, aber das ist eine Videostabilisierung, wo ich sage, die bin ich gewohnt vom Key One. Und wenn ich mir das beim Key Two anschaue, auch wieder die 30 Bilder pro Sekunde, ich dachte, die ist ausgeschaltet. Guckt euch das an. Man sieht jeden einzelnen Schritt, den ich mache, sieht man. Kontrastverhältnis, Kacke, Dynamikumfang fast nicht vorhanden. Okay, Sunflare-Effekt jetzt hier nicht drin. Jetzt so ein bisschen. Was soll man dazu sagen? Also, meiner Meinung nach ist diese Videostabilisierung kaputt und BlackBerry müsste sie aktivieren oder anmachen oder irgendwie was weiß ich. Also die funktioniert einfach nicht. Kann natürlich sein, dass das an dem Chip liegt, an dem Sensor liegt, dass der Treiber selber die Videostabilisierung beinhaltet und dass bei dem Sony-Sensor des Key Ones halt einfach Sony eine bessere Arbeit geleistet hat. Und hier der vermeintliche OmniVision-Chip, keine Ahnung, vielleicht irgendein anderer No-Name-Chip, liefert das einfach nicht oder hat überhaupt keine Videostabilisierung und das ist einfach nur so ein Fake.
Das ist das, was ich vermute, weil das ist keine Videostabilisierung. Das ist, wenn ich es direkt im Key One vergleiche, das ist keine Videostabilisierung. BlackBerry muss was tun. So, genug zu meinem Aufreger, was das angeht. Frontkamera, Selfies. Kann man damit Selfies schießen? Man kann Selfies schießen, solange man nicht reinzoomt, weil dann sieht man Matsch. Unscharfer Matsch. Ansonsten, ja, es geht überbelichtet so ein bisschen. Das ist, glaube ich, fast das Ganze zusammen. Das ist meine Meinung zur Kamera. Mir wächst da auch der Bart und die Bartstoppel sieht man nicht, weil unscharf, Augen unscharf, Nase unscharf, Hintergrund scharf. Nice. Obwohl das Gesicht erkannt worden ist, Gesichtserkennung gibt's und man kann auch Tap to Focus machen, um dann zu fokussieren, wo scharf gestellt werden soll. Funktioniert nun nicht. Muss man ganz deutlich sagen. Ganz deutlich und drastisch sagen, dass das nicht richtig funktioniert. Wie sieht's mit Audio, mit Videoaufnahmen aus? Hab jetzt mal hier die Videoaufnahme. Das ist natürlich rotes Gesicht, weil ich unter diesem orangen-rotenden Sonnenschutz da stand. Wenn ich da weggehe, da seht ihr überbelichtet so ein bisschen, aber die Farben werden wieder was natürlicher. Ansonsten, ja, hier und da sieht man bei schnelleren Schwenks vielleicht noch Kompressionsartefakte so ein bisschen. Aber im Grunde genommen ist das ein ordentliches 1080p-Video. Wobei das mit der Schärfe, also mein Gesicht ist nicht immer scharf, sondern der Hintergrund wird scharf gestellt. Das ist halt so ein bisschen, da funktioniert der Fokus einfach gar nicht. Entweder, vielleicht ist da auch gar kein Autofokus drin und das ist einfach nur eine Simulation, ich weiß es ja nicht. So, irgendwann kommt auch noch eine Audioaufnahme, dann könnt ihr euch das auch anhören. Audioaufnahme ist eigentlich ja, etwas blechern, muss man ganz deutlich sagen auch. Da habe ich Besseres erwartet. Und genauso blechern ist dann auch die Freisprecheinrichtung im Smartphone, wenn man es hinlegt. Das wirkt so ein bisschen blechern. Also der Gegenüber versteht einem natürlich wunderbar. Da gibt es also keinerlei Verständnisprobleme. Wenn man aber mal so einen Podcast aufzeichnen möchte oder ein Interview aufzeichnen möchte, das Smartphone zwischen die zwei Personen hinlegt, würde ich lieber ein Key One nehmen. Das macht bessere Aufnahmen, was Audioqualität angeht. Bla, das ist ein kleiner Test und ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören. Die erweiterte Bildstabilisierung funktioniert. Das Rot in meinem Gesicht kommt jetzt von dem Schutz hier, dem Sonnenschutz, der so ein bisschen orange-rot angedeutet ist. Ansonsten, ja, ich hoffe, dass der Test soweit gut funktioniert, dass die Tonqualität in Ordnung ist und dass die Bildqualität in Ordnung ist. 1080p, 30 Bilder pro Sekunde nimmt die Kamera auf mit der erweiterten Bildstabilisierung, also einer Software-Bildstabilisierung für die Front- und für die hintere Kamera. Und wenn ich was anderes auswähle, funktioniert das auch, weil die Frontkamera kann kein 4K. Die hintere Kamera kann 4K, dann aber ohne die erweiterte Bildstabilisierung. So, das ist jetzt ein kleiner Test mit der hinteren Kamera des BlackBerry Key 2. Und die ist etwas weitwinkliger als bei anderen, weil hier ein etwas weitwinkligeres Objektiv eingebaut worden ist. Und das hilft natürlich dabei, etwas mehr zu erfassen von der Umgebung. Wenn ihr also so einen Vlog machen wollt, so wie ich das jetzt hier gerade mache, und im Hintergrund dann noch die schöne Fassade von Köln sehen wollt, beziehungsweise das Panorama von Köln sehen wollt. Das Tolle, warum ich hier gerade runterschaue, ist, es gibt einen sehr schnellen Autofokus. Also wenn ich das hier jetzt reinhalte, ist das sofort scharf gestellt. Tue ich es weg, bin ich wieder sofort scharf gestellt. Es ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Und das ja, nagt so die Vermutung, lässt die Vermutung wachsen, dass eventuell sogar ein Samsung-Chip drin ist als Sensor, der da zumindest für einen verwendet wird, der beiden Sensoren. Weil es sieht nicht nur nach Phasenautofokus aus, sondern auch der sogenannte Dual-Pixel-Autofokus, weil das ist der, der eben dieses schnelle Umschalten zwischen den Objekten, die dann fokussiert werden sollen, hinkriegt und das auch mit dem Gesicht und mit der Gesichterkennung wunderbar funktioniert. Deshalb vermute ich, das könnte wirklich Samsung sein, weil Samsung und Canon sind die einzigen, die diese Chips tatsächlich benutzen und verbauen und ich glaube, Samsung hat sich das von Canon lizenzieren lassen, glaube ich, irgendwie so war das. Und das ist also die Vermutung, die ich habe. Aber da wir das nicht richtig auslesen können per Software, muss man das Gerät aufmachen. Aufmachen wollte ich es nicht. Also bleiben wir erstmal dabei. Ich hoffe, Audio ist jetzt auch ein bisschen was besser. Ich bin in einer geschlossenen Umgebung, wie ihr sehen könnt, wo dann Audio so ein bisschen dann auch besser funktioniert. Trotzdem wird es, glaube ich, immer noch ziemlich leise aufgenommen. Mein Arm wird jetzt ein bisschen was schwer, obwohl das Gerät ziemlich leicht ist. Also komme ich etwas näher ran. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's. Mal weiter im Programm. Yeah.
Ja, so, das meine Bilder und mein Rundumschwenk und auch vielleicht ein bisschen Gebäsche, aber das muss einfach deutlich sagen. Man muss deutlich sagen, insgesamt ist die Kamera des BlackBerry Key 2 zwei Schritte zurück im Vergleich zum Key 1. Und das ist schade, wenn man dann auch den Preis sieht. Key 2, Key 1 ungefähr gleich, beziehungsweise sogar teurer beim Key 2. Verstehe ich nicht. Verstehe ich ganz ehrlich nicht. Warum hat BlackBerry nicht einfach den gleichen, wenn nicht den gleichen Sensor verwendet wie beim Key One? Hätten sie einfach den gleichen Sensor genommen, hätte ich nichts zu meckern. So ist es eine Verschlechterung, eine deutlichere Verschlechterung zum Key One für einen höheren Preis. Und also wer Kameras, wer Fotos schießen möchte, man kann damit auch gute Fotos schießen, aber wer ein Key One schon besitzt, der wird enttäuscht sein von den Fotos des Key Twos. So muss man es ganz deutlich sagen. So, jetzt habe ich mein Fazit schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir wollen uns aber dann doch noch ein bisschen mal die Kamerasoftware anschauen, denn dort gibt es auch eine Kuriositätenkabinett der besonderen Art und Weise. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, die Kamera kann mit einem Doppeltipp auf dem Power-Button ganz normal gestartet werden und die Software hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Wir haben die Möglichkeit hier per Tippen ganz einfach den Fokuspunkt und Weißabgleich auszuwählen und wir können hier auf verschiedene Dinge tippen und dann, wenn wir den Auslöser antippen, wird ein Foto geschossen, das auch relativ schnell ohne große Verzögerung, zumindest wenn wir nicht in allzu dunklen Verhältnissen sind. Links und rechts haben wir wieder die Schnelleinstellungen und dort gibt es zum Beispiel wieder die Möglichkeit, den Blitz einzustellen. Ich kann hier zum Beispiel den Blitz auf Automatik einstellen, ich kann eine Lampe für Videolicht anmachen oder einen Blitz, ja, fokussieren, forcieren. Dann gibt es die Möglichkeit, den Timer auszuwählen. 3 und 10 Sekunden lassen sich hier einstellen, falls ihr einen Timer benötigt. Das Bildformat erlaubt einem das Wechseln von 3 zu 2, 1 zu 1, 4 zu 3 und 16 zu 9 Formaten. Und HDR kann man anschalten oder in den Automodus einschalten. Automodus, naja, er macht so ein bisschen was, aber großartig verbessert werden die Bilder dann auch nicht. Der Dynamikumfang ist halt so ein bisschen schlecht bei diesem Sensor. Mit der Leertaste kann man weiterhin Bilder in den abgespeicherten Lockerbereich hineinschicken, quasi direkt aufnehmen. Und mit dem Auswahlmodus gibt es die Möglichkeit, dort die verschiedenen Modi auszuwählen, dort auch den neuen Porträtmodus. Wenn man den einschaltet, schaltet er auf die Telekamera, was so ein bisschen interessant ist und mich gestört hat, so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nun ja, macht dann diesen tiefen Schärfeeffekt. Es gibt auch ein paar Tipps, wie man hier sieht, die eingeblendet werden. Ansonsten gibt es den Scanner-Modus, der wird wieder in der Weitwinkelkamera aufgenommen. Es gibt einen Panorama-Modus, den man benutzen kann, der funktioniert genauso wie auch beim Key One oder beim Motion. Und im Videomodus gibt es die erste Kuriosität: der Button ändert sich nicht zu einem Video-Button, sondern ist immer noch ein, ja, Fotoaufnahme-Button. Jetzt habe ich zwei Fotoaufnahme-Buttons. Einer nimmt ein Video auf, der andere macht im Grunde genommen das gleiche wie eben der Button suggeriert, ein Foto aufnehmen. Die Auflösung habt ihr vielleicht kurz links gesehen, die kann ich auch noch einstellen, schnell in der Schnelleinstellung. 1080p, 30 Bilder pro Sekunde ist Standard mit eben dieser Videostabilisierung, die nicht funktioniert. Ansonsten gibt es noch den Zeitlupen-Modus, den wollte ich jetzt hier auch nochmal ausprobieren, mach den an und ja, der hat halt eben das gleiche Problem. Und jetzt hat sich das Gerät auch verabschiedet, das ist so ein weiteres Problem des BlackBerry Key 2 oder der Software, die sich manchmal verabschiedet. Das Gerät ist einfach hängen geblieben. Ihr seht, das Display leuchtet noch, die Buttons, Navigationsbuttons leuchten auch. Ich musste es ja zwangsneu starten, im Grunde genommen, damit das Gerät wieder funktioniert und läuft. Das passiert das eine oder andere Mal, ist mir jetzt hier schon das zweite Mal passiert in meinen Tests mit der Kamera. Da muss BlackBerry noch ein wenig an der Stabilität arbeiten, was das Key 2 angeht, weil es kann einfach nicht sein, dass einfach mal die Kamera-App das komplette System einfriert. Das darf einfach nicht sein. Weiter im Text, nach dem Neustart. Wir können natürlich hier mit dem Klick auf dieses 1 oder 2 reinzoomen, aber natürlich auch diesen Zoom mit der Fingergeste machen, der aber auch digital ist und man weiß nicht, ja, wann jetzt die richtige die Kamera benutzt oder digital. Zudem seht ihr Fokuspunkt und diese Taste. Die beißen sich so ein bisschen. Effekte können wir auswählen. Nun ja, nicht immer. Wie wir sehen, manchmal stürzt die Kamera einfach auch wieder ab beim Effekte auswählen. Und ich muss sie einfach mal komplett wieder neu starten, damit das Ganze funktioniert. Falsche Taste. Damit das Ganze dann auch wieder funktioniert. So, und dann ist der Effekt auf einmal wieder angewandt. Und ja, ich kann also auch Effekte auswählen.
und mit verschiedenen Effekten Fotos machen, falls ich das denn will. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder ein Einstellungsmenü oben links und dort gibt es die Möglichkeit, Fotoqualität einzustellen, Videostabilisierung einzustellen, Gesichtserkennung einzustellen und den manuellen Modus auszuwählen. Und den manuellen Modus, den kennen wir ja schon aus den Vorgängern. Dort haben wir die Möglichkeit, mit der Tastatur ganz einfach zum Beispiel Belichtungskorrektur vorzunehmen oder den Weißabgleich durchzuführen oder ISO einzustellen. Frei nach Gutdünken, wie wir es haben wollen, die Blende natürlich auch auszuwählen. Dort gibt es verschiedene die Belichtungszeit einzustellen und natürlich dann auch den manuellen Fokus einzustellen, ganz freien Granular und dann natürlich auch mit der Space-Taste wieder in den Locker die Bilder speichern. Und wenn ich dann die Bilder anschauen möchte, kann ich sie natürlich nur mit dem Entsperren des Fingerabdruckes dann auch ansehen. Ja, das zur Kamerasoftware. Ja, BlackBerry muss da noch einiges tun, würde ich mal behaupten. Insgesamt kann man sagen, ein Schritt vor und zwei zurück. Key 1 war der ein Schritt nach vorne und Key 2 ist der zwei Schritte zurück. Man ist auf einem Niveau angelangt, das so in der Einstiegsklasse der Mittelklasse zu finden ist, was Kamera- und Softwarequalität angeht. Und das ist leider, ja, schade, ziemlich schade. Die Softwarequalität ist, ja, ich will nicht sagen miserabel, aber sie ist schlecht. Das Abstürzen der Software, die Probleme, das Neustarten des Gerätes, was notwendig ist manchmal und die Kameraqualität an sich, die nicht richtig funktionierende Videostabilisierer, also meiner Meinung nach ist der kaputt. All das summiert sich und führt eben dazu, dass man mit dem Key 2 noch weniger sich freut, ja, Bilder zu schießen als mit dem Key 1. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt schlechte Fotos damit schießt. Ihr habt ja gesehen, ein paar Fotos sehen richtig gut aus auch, wenn man nicht so direkt auf 100% reinzoomt. Und auf dem Gerät selber sieht es natürlich auch alles super aus. Und wenn ihr die Fotos sowieso nur als Schnappschüsse aus dem Urlaub oder sowas mal nur Freunden auf dem Smartphone sowieso zeigt oder die Freunde das sowieso nur auf dem Smartphone sehen, kein Problem, funktioniert, ist jetzt nicht die Welt. Aber wir müssen uns vor Augen halten, das Gerät hat einen Preis von 650 Euro, spielt also in einer Oberklassenliga und die Kamera ist einfach Grütze. Die ist mies. Das ist keine Oberklassenkamera, das ist unterste Mittelklasse und das darf einfach nicht sein. BlackBerry muss in Sachen Software das aufholen, was sie aufholen können. Hardware selber können sie leider nicht mehr verbessern. Es ist schade, aber es ist so, wie es ist. Die Kamera ist nicht das Beste am BlackBerry Key 2. Und falls ihr nach einem guten Kamera-Handy mit einer Tastatur sucht, greift lieber zum Key 1. Das ist meine Devise, was das angeht. So, das war's dann auch schon für diesen Kamera-Review des BlackBerry Key 2. Falls ihr das Video gemögt habt, dann könnt ihr natürlich das ganze Video liken. Ihr habt auch die Möglichkeit zu abonnieren. Dann kriegt ihr auch noch weitere Key 2-Infos garantiert mit. Und da gibt's auch die kleine Glocke. Dann kriegt ihr auf jeden Fall auch noch einen Hinweis, falls das neue Video erscheint. Und könnt als einer der Ersten auch kommentieren. Ansonsten, falls ihr Fragen habt zu dem Ganzen, falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt, falls ihr meint, ich habe ein Montagsgerät erwischt, könnt ihr natürlich alles auch in der Base diskutieren, heiß diskutieren. Dort gibt es einen Foreneintrag für das Key 2 oder ein Subforum für das Key 2 und dort habt ihr die Möglichkeit mitzudiskutieren und eure Eindrücke zur Kamera zu schildern. Das war's für dieses Review und bis zum nächsten Mal.